Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland. Ja, vielleicht hört man es noch. Ich bin wirklich krank geworden. Edgebadge, ich habe mir da irgendwie eine richtig schöne Erkältung rangezogen. Und bin auch nebenbei dabei, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mich wieder so ein bisschen gesund zu pflegen. Ist ein bisschen Käse. Aber egal. So, Mulchen läuft. Ansehen läuft, haben wir ja gerade gesehen. Dann können wir uns eigentlich mal um die... Ja, noch Wiese kümmern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Beziehungsweise unser neues Stück Feld. So, schau mal Mähwerke an. Und gucken heute mal, wie groß das tatsächlich ist. Wir werden jetzt hier ordentlich abmähen. Also das Gras abmähen, damit wir natürlich wieder neue Silageballen bekommen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, verkaufe ich die auch nicht, bevor die nicht ganz reif sind. So. Das kann von mir aus alles Wald werden. Da werde ich jetzt nicht um jeden Baum rummähen, aber ich möchte schon versuchen, so viel Fläche natürlich mitzunehmen, wie es geht. Wieder. Zum einen, damit wir wieder finanziell sehr, sehr gut aufgestellt sind, wenn wir die Silageballen haben. Und zum anderen natürlich, um ein richtig schön großes Feld wieder zu gewinnen. So, da vorne haben wir noch so eine kleine Waldinsel. Dürfte... Ja, hier liegt noch ein Silageballen rum. Aha. Den habe ich irgendwie seit Ewigkeiten und 3 Tagen liegt er hier schon. Vergesse ich jedes Mal wieder mitzunehmen. Weiß auch nicht warum. So, dann haben wir hier nochmal ein Stück. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie... Ah, schauen wir. So, ein bisschen um den Wald rum. Ich glaube, der Baum hier wird auch noch weichen. Wie weit kann ich denn? Ah, hier ist... Hier ist Schloss, okay. So, ich glaube, das kleine Bäumchen hier wird dann auch noch weichen müssen. Dann mähe ich jetzt auch mal großzügig drumherum. Und irgendwer ist fertig geworden. Ich glaube, das ist der Deutz mit dem Mulcher, oder? Ja, genau. Das ist er. Müssen wir hier auf dem Feld irgendwie was machen? Unkraut wachsend. Okay, dann kann das direkt angesät werden. Dann kriegt der Deutz mal die Walze verpasst und kann gleich das Gras anwalzen. Denn der JCB ist ja auch gar nicht mal so langsam, hätte ich beinahe gesagt. Beziehungsweise der ist auch gleich fertig mit der Wiese. So, einmal Rinder. Und die Walze habe ich da hinten versteckt. Da ist er ja. Perfekt. Perfekto. So, dann müssen wir jetzt eigentlich bloß auf den JCB warten. Der kann der nämlich gleich rüber wandern. Und kann das Feld denn weiter ansehen. Ja, auffüllen mit Saatgut müssen wir den auch nochmal. Und die Ecken möchte ich natürlich auch nochmal nachgesät haben. So, jetzt ist er gleich durch. Ja, kommt nämlich den Helfer hier schon raus. Dann machen wir jetzt eben schnell die Ecken nochmal. Und dann kann der Deutz hier gleich rauf und walzen. Dann wird es natürlich noch gedüngt. Und dann ist die Wiese auch fertig, beziehungsweise dann können wir die auch immer bebauen. Wenn wir dann neue Gehege brauchen oder neuen Unterstand, ein Ballenlager natürlich. Stand auch schon öfters in den Kommentaren drin, dass ich mir doch mal ein Ballenlager zulegen soll.
Können wir dann auch gerne machen. So, die Ecke haben wir auch schon. Auf zur nächsten. Ah, da liegen aber auch die Kühe faul im Gras, ne? Yep. Genau ihr wart gemeint. So. Und mal gucken, wann die anderen Silageballen noch reif sind, dass wir die vielleicht an diesem Ingame-Tag auch noch verkauft bekommen. Damit wir das Geld auch noch mitnehmen können. Und vielleicht mal ausprobieren können, wie das mit dem erweiterten Gülle-Silo ist. Dass dann nicht auch gleich in der BGA angezeigt wird. Also die Gülle, die in das Erweiterungslager reinkommt, ob die nicht auch gleich in die BGA verteilt wird. So, hier haben wir noch eine ganz kleine Spur. Das sollte eigentlich auch noch weg, genau. Hier nochmal. Yep. Das passt doch. Perfekt. Ja, jetzt haben wir nur noch eine Ecke und dann sind wir hier auch durch. Und dann freue ich mich natürlich jetzt schon auf den nächsten Ingame-Tag. Denn da werden wir ordentlich ernten können. Ich hoffe auch wieder Trauben. So. Hier nochmal um die Ecke rum. Das hier nochmal. Und fertig. Haben wir beim Händler eigentlich noch Saatgut stehen? Beziehungsweise was kommt jetzt hier auf das Haferfeld? Getreide haben wir noch. Mais ist auch im Wachstum. Könnten wir eigentlich Sonnenblumen wieder drauf machen, ne? Aber dann müssten wir das nochmal gruppern. Na komm, machen wir Sonnenblumen drauf. Dann füllen wir die Saatgutmaschine jetzt doch nicht auf, sondern werden das hier nochmal grubbern. Gemulcht ist es ja. Wir haben ja einen Grubber. Und dann passt das. So. Die einmal zurück. Da passt aber auch gerade so drunter, ne? Obwohl die Deichsel nicht ganz. Da hinten ist der Grubber und vielleicht holen wir uns dann auch nochmal eine größere Einzelkorn-Sämaschine, weil mit der kleinen hier werden wir irgendwann affig. Ich glaube, sobald wir die Silageballen verkauft haben, gibt es eine größere Einzelkorn-Sämaschine. So, einmal grubbern. Dann kommt der auch mal wieder zum Einsatz. Denn jetzt gerade haben wir überhaupt keine Sonnenblumen angepflanzt. Und wenn wir jetzt aber in die Fabrik gucken, da haben wir ja gerade erst wieder welche nachgekippt. Wäre es ja gar nicht mal so schlecht, so dass wir wieder Sonnenblumen haben, sobald die aufgebraucht sind. So, einmal einen Kurs zum Grubbern bitte. Machst du mir lieber 4 Vorgewände. Und dann viel Spaß beim Grubbern. So, den Deutz, der steht hier gleich hier nebenan. Den kann er dann gleich Walzen fahren. Dann ist das nämlich auch schon erledigt. So. Da komm. Einmal schnell einen Kurs erstellt. Und losgepiest. Und wir können uns jetzt nochmal um die neue Fläche kümmern. So, Motor an, Mähwerke an und losgemäht. Hier sind aber auch wieder so viele kleine Bäume drauf. Das wird interessant. Das wird äußerst interessant. Haben wir wieder ein bisschen was fürs Sägewerk, ne?
hier schön um den Stein rum. Wir können auch gleich mal, wenn wir eine Runde hier rum sind, um die Fläche, die wir jetzt ja natürlich neu besitzen, auch gleich nochmal gucken, wie weit die Silageballen sind. Wann ist hier Feierabend? Hier. Okay. So, dann fange ich doch hier einfach wieder an. Also ich denke mal, kleine Waldflächen haben wir genug, wenn wir die alle irgendwann mal abgeholzt haben und mit neuen Bäumen wieder angepflanzt haben, dann dürfen wir auf jeden Fall immer ordentlich Nachschub haben, sodass uns das Sägewerk niemals leer läuft, beziehungsweise da könnten wir wahrscheinlich noch ein zweites Sägewerk hinstellen und das dann auch noch mitlaufen lassen bei den Waldflächen, die wir haben, denn so viel Wald brauchen wir gar nicht. Die Fläche gehört uns ja auch noch, ne? Die 26, wenn ich das richtig weiß. Land, ja. Dann wird es hier mal ein spannendes Feld. Dann nehmen wir die Fläche hier nämlich einfach mit. Ich habe keinen Zugang. Ah, okay, toll. Schade. Ich dachte, ich kann jetzt hier noch ein bisschen näher am Waldrand ranmähen. Nee, kann ich nicht, weil uns das Land nicht mehr gehört. Aber ich kann hier gerade eine gerade Linie lang mähen. Dann wird das ein etwas anderes Feld. Ist ja auch schön, wenn die Felder nicht die ganze Zeit eckig sind und gleichmäßig. So, die 27 dürfte uns aber nicht mehr gehören, ne? Nee. Schade. Kein Zugang zu dem Land. Aber dann wäre das wieder so ein richtig schönes, unförmiges Feld. So wie wir die am Anfang erstellt haben. Hier sind auch noch zwei Steingruppen drin. Mähen wir wieder bis zum Wald ran und dann freue ich mich drauf. Der Drescher wird sich dann wahrscheinlich eher nicht so freuen, aber passt schon. So, ich glaube, ihr beiden kleinen Bäume, ihr müsst später mal weichen. Ich lasse hier zu viel stehen, beziehungsweise komme nicht dicht genug am Baum ran. Wenn er sowieso gefällt werden soll. Haben wir hier auch wieder so ein richtig schön großes Waldgebiet, ne? So. Das wird hier interessant nachher mit dem Drescher denn. So ähnlich wie im regnerischen Wald. Ich weiß gar nicht, wer die Folge jetzt verpasst hat. Gerne nochmal reinschauen. Da war echt das Spiel und mein PC, oder wahrscheinlich eher das Spiel, an der Leistungsgrenze, was Kurse berechnen angeht. Ah, hier haben wir die Straße. Ja, dann machen wir zumindest die Straße noch ein bisschen weiter weg, ne? Dann läuft die nicht einmal gerade rüber über die komplette Karte. So, dann haben wir hier echt ein riesiges Feld. Später mal. Wo wir richtig was ernten und runterholen können. Da würde ich ja fast am liebsten einfach mal Zuckerrüben drauf machen. Obwohl mit dem kleinen Ruder wäre das echt interessant. Da holst du dann wahrscheinlich so viel runter, dass du da irgendwann denn keinen Bock mehr drauf hast. Was wir jetzt allerdings nochmal machen können, ich wollte mir nochmal die Silagebeine angucken, wie weit die jetzt gegärt sind. Ach, da stehe ich hier mitten jetzt auf dem Methan-Tank-Fermenter-Dingsbums rum. So, 93 immer noch.
Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen vorspulen müssen. Oder es werden noch ein, zwei Folgen ins Land ziehen. Das kannst du natürlich auch haben. Zum Thema Straße. Wir mähen ja jetzt gerade die 25 und 26. Die 27 gehört uns ja leider nicht. Und da geht ja normalerweise gerade eine Straße lang. Ja, die endet dann im Wald. Das heißt, wir müssen uns dann irgendwann später mal überlegen, hier irgendwelche Wege hinzumachen, damit wir auch bis wirklich in die letzten Ecken der Karten kommen. Bis jetzt hat das ja immer ganz gut geklappt, dass die Wege irgendwie einzuzeichnen. Ich denke mal, dieses Mal wird es auch klappen. Vielleicht hätte ich mir so ein Straßennetz mal vorher überlegen sollen, aber es wäre dann wahrscheinlich auch langweilig geworden. Oh, mal schauen. Also nicht, dass wir irgendwie vom Hof zum Beispiel irgendwie so einen verschnörkelten Weg quer über die Karte nehmen müssen, um zum Beispiel zur Fläche 10 zu kommen. Das meine ich damit. Dass man dann irgendwie zwei, drei Möglichkeiten immer hat, da auch hinzukommen. Und man nicht so lange fahren muss. Bin ich mal gespannt, wie das später klappt. Ja, ich würde mich jetzt allerdings auch an dieser Stelle wieder bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich versuche mich noch mal so ein bisschen gesund zu pflegen. Lasst es euch gut gehen. Genießt das Wochenende. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.